möchte ich Ihnen ein Zitat zeigen und das dann auch kurz vorlesen. Jeder, der versucht, eine Unterscheidung zwischen Weiterbildung und Unterhaltung zu machen, versteht von beidem nichts. Das hat Herr McLuhan gesagt und das kann ich auch so nur unterstreichen, denn wenn wir den Lernenden etwas beibringen möchten, so müssen wir diese auch unterhalten. Also Education wird auch Entertainment sein. Und das passt ganz gut zu dem heutigen Titel, Szenarien, Avatare und Illustrationen. Eine Seite weiter, das bin ich, damit Sie auch wissen, wer spricht. Mein Name ist Jens Bahr, Creative Director bei der TTS. Wer das nicht kennt, das ist grob gesagt Grafiker. Seit 1992 mache ich klassische Werbung und seit 2012 beschäftige ich mich mit E-Learning bei der Firma TTS. Ich habe Ihnen noch ein Zitat mitgebracht. Kinder müssen lernen, lernen, lernen. Immer brav stillsitzen und lernen. Einige von Ihnen kennen das noch, das hat Frau Malzahn gesagt. Und wenn Frau Malzahn E-Learning machen würde, dann würde sie das folgendermaßen machen. Das habe ich mal kurz skizziert und das auch so genannt. Wie funktioniert E-Learning oder WBT? Kleiner Zusatz, wenn Frau Malzahn das machen würde. Man würde einen Text lesen, da steht jetzt den Text, und man würde weiterklicken. Man würde wieder Informationen lesen und wieder klicken. Lesen, klicken, lesen, klicken, lesen, klicken, bis man alle Informationen gelesen hat. Nochmal klicken, ein Assessment. Und das E-Learning wäre fertig. Frau Malzahn geht auch mit der Zeit. Das heißt, sie macht das Ganze auch ein bisschen moderner. Sie packt dann auch selbsterklärende Grafiken mit rein oder ein paar interessante, motivierende Bilder. So sieht E-Learning aus. Eher nicht. Wir versuchen, E-Learning anders zu gestalten. Wir werden nicht drum herum kommen, dass die Lernenden lesen und klicken müssen. Aber was sie zwischen Lesen und Klicken machen, das wollen wir ein bisschen interessanter gestalten. Fangen wir an mit den Avataren. Ich habe das mal nach vorne gestellt. Avatare sind jetzt nicht wirklich Entertainment, aber Avatare können einem E-Learning eine persönliche Note geben. Was ist eigentlich ein Avatar? Avatar ist eigentlich eine Person, in die ich hineinschlüpfe. Im E-Learning oder bei Web-Based Training ist das ein bisschen anders. Da ist der Avatar ein virtueller Trainer, ein pädagogischer Agent oder ein Moderator. Diese Leute können ganz unterschiedlich aussehen oder diese Figuren können unterschiedlich aussehen. Der klassische Avatar ist ein Foto-Avatar. Viele von Ihnen kennen das bereits. Das sind Fotos von Menschen in verschiedenen Positionen, verschiedene Posen, immer sehr positiv, die dem Lerner ein positives Feedback geben, mit verschiedenen Gesten, die den Lernenden unterstützen. Wenn Sie so etwas in Ihr E-Learning einsetzen möchten, können Sie das ganz einfach machen. Und zwar brauchen Sie einfach nur ins Internet gehen, die Google-Suche und Avatar eintippen. Und wenn Sie das machen, wird wahrscheinlich als erster Suchbegriff diese Seite auftauchen. Also, wir müssen ein bisschen wegkommen von dem Begriff Avatar. Wenn Sie so etwas suchen möchten im Internet, dann geben Sie einfach E-Learning Cutout People ein und schon finden Sie die Seiten, auf denen Sie Avatar-Sets bestellen können oder kaufen können. Wir arbeiten da mit e-learningbrothers.com oder e-learningart.com zusammen. Das soll jetzt keine Werbung sein, aber das sind halt zwei große Verlage. Es gibt auch noch viele weitere. Wie können jetzt solche Avatare aussehen oder wie sieht so ein Set aus? So ein Set sieht folgendermaßen aus. Sie haben eine Person, ein Model, was fotografiert wird oder wurde und das freigestellt in verschiedenen Posen und Gesten in einem Set zusammengestellt ist. Hier zum Beispiel Kate in verschiedenen Posen. Gibt es noch viele weitere. Meistens sind sie dann auch noch mit anderer Kleidung oder Verkleidung zu sehen. Die kann man sich auch dazu kaufen. Und was macht man jetzt damit? Klassischerweise wird so ein Moderator oder ein Avatar in Unterweisungen eingesetzt. Das heißt,
wenn man einen Trainer simulieren möchte. Ich habe ein Beispiel mitgebracht von Emmy, da haben wir einen Prototyp gemacht. Diesen zeige ich Ihnen jetzt mal kurz. Das ist halt eine Unterweisung, was man beachten muss, wenn man auf das Werksgelände möchte. Wir werden begrüßt von einer Person, von Kate. Und ich starte die Unterweisung und sie erzählt uns etwas. Also sie gibt uns ein paar Regeln, sie zeigt uns die Identifikationskarte, sie begleitet uns weiter durch dieses kleine E-Learning-Modul. Andere Sachen werden halt animiert eingeblendet. Manchmal ist sie auch nicht mehr da, wenn andere Informationen die ganze Seite in Anspruch nehmen, dann kann man einen Avatar auch ruhig mal ausblenden und andere Inhalte zeigen, ohne dass der Avatar zu sehen ist. Irgendwann taucht der Avatar aber auch wieder auf und verabschiedet sich, sobald das Modul fertig ist. Das war ein kleines Modul, da musste jetzt nicht sehr viel gelernt werden. Ich mache das mal wieder zu. Es gibt auch andere Arten, das war jetzt ein Beispiel mit einem Foto-Avatar. Avatare können auch anders aussehen, zum Beispiel als Video-Avatar. Da ist die Vorgehensweise ein bisschen anders. Das muss man meistens selber in die Hand nehmen. Es wird halt eine Schauspielerin aufgenommen vor einem Greenscreen. Die hat auch schon, also in dem Fall unsere Schauspielerin, vernünftigen Text, den sie halt spricht. Es wird weiter bearbeitet, mit einem Hintergrund versehen, den man halt haben möchte im Corporate Design des Kunden. Und anschließend wird dieser Video-Avatar auch in ein E-Learning oder in ein WBT eingebaut. Wie das aussieht, zeige ich Ihnen jetzt auch mal kurz. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde es geradezu unglaublich, wie schnell sich die Computer entwickelt haben. Immer schneller, immer kleiner. Als meine Eltern jung waren, da gab es das alles noch nicht im Haus. Und heute wachsen Kinder als sogenannte Digital Natives auf. Sie können sich ein Leben ohne Internet gar nicht vorstellen. Tja, ich bin in der Mitte. Du auch? Dann schau doch mal. Soweit diese kleine Demo hier. Also man muss in dem Fall auch schon den Schauspieler eben alles sprechen lassen. Man kann das nachher in WBT einbauen, wie man möchte. Man kann Grafiken drumherum geben, Szenerien etablieren. Alles ist möglich mit einem Video-Avatar. Was gibt es noch für Avatare? Wir haben jetzt Fotos gesehen, wir haben Videos gesehen. Wir können auch einen Avatar rendern. Das heißt, was Sie hier sehen, das ist der Roboter. Der ist gerendert, der ist also ein 3D-Modell und der kann auch so weit animiert werden, dass er halt durch die Gegend läuft, dass er mit uns spricht. Und genauso wie ein Video-Avatar kann auch dieser gerenderte Avatar verwendet werden. Er bewegt sich, er spricht zu uns. Er kann auch in verschiedenen Positionen gezeigt werden natürlich, je nachdem, wofür man ihn braucht. Was gibt es weiter? Es gibt auch illustrierte Avatare. Die werden verwendet wie Foto-Avatare. Das heißt, sie sind nicht bewegt oder wenig bewegt. Und welche Art der illustrierten Avatare man verwendet, das ist abhängig vom Inhalt beziehungsweise was man dem Lernenden zeigen möchte. Da gibt es unendlich viele verschiedene Arten, wie man diesen Avatar dann verwenden kann, wie er dargestellt wird, wie er aussieht. Das geht immer weiter. Das kann sehr abstrakt sein. Man kann auch sprechende Hunde verwenden, das haben wir auch schon gemacht. Also wenn das halt das Maskottchen für ein Produkt halt ein Hund ist, dann wird dieser halt genommen und man lässt ihn sprechen. Andere Tiere werden natürlich auch verwendet. Das geht hin bis zu sprechenden Registrierungssystemen. Sowas haben wir auch schon gemacht. Also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Alles ist erlaubt. Hauptsache es unterstützt den Lernenden dabei, das Gelernte oder was er lernen soll, zu verstehen. Das wird immer abstrakter und manchmal fragt man sich zu Recht, sind das eigentlich noch Avatare? Und dazu kann ich dann sagen, ja, es kommt auf den Einsatz an. Und wie das gemeint ist, das kann ich Ihnen mal kurz zeigen. Hier ist diese Person, die Sie gerade schon gesehen haben und hier sind auch weitere Personen. Und ich sage jetzt mal,
das ist ein Avatar und das sind keine Avatare. Und warum das so ist, das zeige ich Ihnen an einem Beispiel. Wir haben ein kleines WBT gemacht, in dem wir die Installation von Talent Management Software gezeigt haben. Man startet das WBT, man kommt auf eine Startseite und wenn man weiterklickt, wird man gleich begrüßt von einem Avatar. Und das ist halt auch grundlegend, dass ein Avatar Hallo sagt, jemanden willkommen heißt und dass ein Avatar immer mit mir spricht. Ich als Lernender habe also einen Angelpunkt, ich habe jemanden, der mir das zeigt. So wie ich gerade auch schon gesagt habe, der Avatar muss nicht auf jeder Seite sein, also hier ist er noch. Irgendwann geht er weg und es wird dann nur die Inhalte gezeigt, aber er taucht immer wieder auf den Seiten auf. Im Moment nicht. Jetzt auch noch nicht. Aber an irgendeiner Stelle taucht er wieder auf. Und hier sehen Sie auch den Avatar, der wieder mit mir spricht. Und das andere sind keine Avatare, das sind einfach nur fiktive Personen, die weitere Inhalte mir zeigen. Ich glaube, die Verbindung, wenn ich das auf dem kleinen Bild hier sehe, ist nicht so gut, was die Bildübertragung angeht. Das sind halt animierte Charts, die eingefahren werden. Aber hier an dieser Stelle soll es das auch erstmal sein damit. Gehen wir weiter zu den illustrierten Avataren. Ich habe gerade gesagt, das sind keine Avatare. Und Sie fragen sich dann sicherlich auch wieder zurecht, wenn das keine Avatare ist, was sind das dann? Das sind einfach Illustrationen. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Thema, Illustrationen bei WBTs. Eine gute Überleitung. Illustrationen können unterschiedlich aussehen. Ich knüpfe gleich wieder da an, wo ich gerade aufgehört habe, mit einfachen Darstellungen. Und Illustrationen können auch weiter vereinfacht dargestellt sein. Auch das, was Sie jetzt hier sehen, sind alles kleine Illustrationen, die Ihr WBT ein bisschen besser verständlich machen. Immer wenn man eine kleine Illustration dabei hat, ist es für den Lernenden einfacher, Zusammenhänge zu verstehen. Solche kleinen Sachen, auch jetzt wieder einen kleinen praktischen Hinweis für Sie, gibt es zum Beispiel im Internet unter thenounproject.com, da kann man sich diese Illustration kaufen, als PNG herunterladen, also als Bilddateien oder auch als SVG für diejenigen, die auch mit Illustrator schon mal gearbeitet haben. Das ist relativ günstig. Ich mache wieder ein bisschen Werbung, nur damit Sie so einen kleinen, ja, damit Sie wissen, wie teuer das wird, $40 im Jahr und Sie können sich so viel davon runterladen, wie Sie möchten und verwenden. Diese Illustration nennt man auch eigentlich Icons, weil sie halt klein sind. Große Illustrationen sind dann halt auch halt Hintergrundillustrationen. Aber auch mit diesen kleinen Icons kann man sehr viel machen, kann man den Lerner unterstützen. In diesem Beispiel wird über Atemgifte gesprochen und die kleinen Illustrationen, die geben gleich eindeutig dem Lernenden zu erkennen, worum es geht, ob sie sichtbar oder unsichtbar sind, diese Gifte, ob sie brennbar oder nicht brennbar, riechbar oder nicht riechbar sind. Das ist für den Lerner einfacher, das zu verstehen. In dem nächsten Beispiel ist es dann nochmal eindeutiger. Es geht um Atemschutzgeräte, um Filtergeräte und Isoliergeräte. Und wenn man das als Icon oder als Illustration zeigt, dann weiß der Lernende sofort, ah ja, Filtergeräte. Ist ein Atemanschluss mit Filter und ist abhängig von der Umgebungsatmosphäre. Kann ich sehen, also ich atme die Luft ein. Und rechts sehe ich die Isoliergeräte, sehe ich auch direkt, da habe ich ein Luftversorgungssystem und deswegen bin ich unabhängig von der Umgebungsatmosphäre. Wenn ich das nur erklären würde oder nur textlich erklären würde, brauchte ich ein bisschen länger dafür. Auch weitere Inhalte werden mit Illustrationen besser und schneller dargestellt und vor allen Dingen auch eindeutiger dargestellt. Im Zusammenhang natürlich auch mit Animationen wie Einblend- oder Jalousie-Effekte geht es dann noch eindeutiger. Hier ist dann gleich auf Anhieb zu sehen, dass sich die Fallstrecke in dem Fall verringert, je nachdem, wo ich mich sichere mit dem Seil. Ich zeige jetzt nochmal weiter ein paar Beispiele von Animationen. Die können auch in kleinen Trailern oder in kleinen Videos verwendet werden. Die sind dann so gestaltet, wie es das Corporate Design des Unternehmens vorschreibt. Deswegen sehen die auch anders aus. Aber immer halt Illustrationen
die unterstützenden Lernenden. Also das ist dann halt besser, als wenn es nur Text gibt. Illustrationen können natürlich auch richtig gezeichnet sein und verwendet werden. Und es spricht auch nichts dagegen, wenn man Illustrationen hat, die dann zusammen mit Fotos verwendet werden. Dann haben wir eine gesamte Illustration, kleine gezeichnete Sachen an Fotos dran, kann man auch machen. Wir gehen weiter, Schwarz-Weiß-Zeichnungen, vielleicht sehen Sie auch rechts diese kleine Hand, die Sachen werden halt reingewischt oder die Personen werden halt reingewischt. Das ist auch eine Illustration für einen kleinen Trailer. Es geht halt um die Urlaubsplanung in der Firma. Mit ein bisschen Text dazu oder Sprechertext wird das Ganze auch viel eindeutiger, als wenn man nur Sprechertext hätte. Weiter, man kann auch farblich Sachen hervorheben, einfacher Stil, und man merkt sofort, man ist zu Hause, die eine Illustration vereinfacht die Sachen. Immer abhängig davon, was gezeigt werden soll. Die Umsetzung muss natürlich passend zum Thema sein. Das ist ein Beispiel, was wir gemacht haben, für Malaria-Prophylaxe, da können die Ärzte, die vor Ort sind, wirklich den Patienten auf ihrem Tablet halt zeigen, was sie gerade machen, warum sie das machen, und geben so halt eindeutig Hinweise, und die Patienten verstehen auch viel besser, warum was wie gemacht wird. Ohne Illustration wäre das auch etwas schwieriger. Das geht auch so weit, dass man auch sehr hochwertige Illustrationen macht, Comic-Stil für Erwachsene, das ist, was Sie hier sehen, ist eine sehr aufwendige Comicproduktion gewesen mit einem sehr bekannten bzw. sehr renommierten Illustrator. Es kommt halt immer darauf an, was man zeigen möchte. Das ist jetzt für eine Schulung eines Code of Conduct. Da hat man halt diesen Comic-Stil gewählt. Das müssen Sie halt selber entscheiden, ob Sie seriös sein wollen, ob Sie halt humorvoll sein wollen. Das müssen Sie immer entscheiden, je nach Thema und je nach Zielgruppe. Wenn Sie zum Beispiel Fotos haben und die kommen aus sehr unterschiedlichen Ecken, vielleicht haben Kollegen welche fotografiert, die einen Fotos sind eingekauft, dann hat man noch einen Avatar sich eingekauft und die Qualität ist unterschiedlich, kann man auch Fotos überarbeiten, sodass ein einheitlicher Stil entsteht. Auch das bezeichnet man als Illustration oder eben eine komplett illustrierte Seite, wie Sie hier sehen, auch wieder Foto überarbeitet, einen Rahmen hat man dafür gewählt, das zählt auch alles als Illustration. Und, naja, relativ neu ist das auch nicht. Es gibt natürlich auch Renderings, das heißt ganze Szenerien, in dem Fall jetzt hier ein Büroraum, können halt über Renderings illustriert werden. Und dann kann sich halt der Lernende in einer 360-Grad-Umgebung bewegen. Er kann sich in alle Richtungen wenden, er kann sich alles anschauen und in dieser Szenerie Aufgaben lösen. Oder hier zum Beispiel ein anderes Beispiel, Aufgaben lösen oder sogar Spiele machen. Nicht zu vergessen auch IT-E-Learning. Das ist manchmal so ein bisschen, da denkt man sich, das ist immer sehr trocken, man muss klicken. Geht dann zur nächsten Arbeitsanweisung und klickt dann wieder irgendwo hin, damit man sich in diesem in dieser IT-Simulation bewegt. Das kann man auch durch Illustrationen ein bisschen aufwerten. Hier zum Beispiel Skype for Business. Zwischenseiten werden auch immer illustriert in diesem Beispiel. Wenn man wirklich dann in der Anwendung drin ist, hat man seine Teilnehmer auch illustriert. Wir haben auch sogar noch hier einen kleinen Avatar, diese kleine Orange, die Sie rechts sehen. Das ist halt der Avatar, der alles erklärt. Also in diesem Fall hat man auch eine IT-Anwendung aufgewertet durch Illustrationen und durch ein Szenario. Das hat man alles in ein Szenario gesetzt, das dann unser nächster Programmpunkt wäre. Szenarien. Sie sehen, ich leite so ein bisschen über. Also das sind jetzt, was ich hier biete, sind auch nur ein paar Inspirationen, was man machen kann, was wir schon gemacht haben. Ich zeige Ihnen wieder das Beispiel, was Sie schon gesehen haben, was ich am Anfang gezeigt habe, als ich den Avatar vorgestellt habe. Auch das ist ein Szenario. Unterschwellig ein Szenario, in dem wir in den Hintergrund, wie Sie jetzt hier sehen können, eine Büroatmosphäre generiert haben. Das ist halt auch, der Hintergrund ist auch illustriert, es ist nicht einfach nur ein weißer Hintergrund, sondern wir befinden uns in einer Büroatmosphäre. Und der Lernende
findet sich eben da auch wieder. Das ist sehr wichtig, deswegen macht man Szenarien, damit sich der Lernende in seinem Umfeld wiederfindet und so das Gelernte eben auch besser lernt und auch länger behält. Das kann wie in diesem Fall unterschwellig sein, dass man nur eine Szenerie im Hintergrund hat. Das kann aber auch ein ganzes Szenario sein, ein Arbeitsablauf oder ein Arbeitsalltag. Ich stelle noch das mal wieder zu. Das Beispiel haben Sie gerade auch schon gesehen. Da gehe ich jetzt auch mal etwas näher drauf ein, weil auch hier haben wir die Inhalte in ein Szenario eingebettet. Und zwar haben wir Peters Arbeitstag simuliert. Es geht eigentlich darum, eine Abteilung vorzustellen, Information Security. Das ist eine Art Image, ein Image-BBT, was wir hier gemacht haben. Der Kunde wollte halt sagen, hey, Information Security ist nicht nur das Helpdesk, wir machen viel, viel mehr. Und der Lernende klickt sich jetzt halt durch den Arbeitstag von Peter und schaut sich ein paar explorative Elemente an und kann dann weiterklicken zum nächsten Programmpunkt. Jetzt haben wir 8 Uhr, das sehen Sie oben rechts. Er muss sich jetzt ein Headset kaufen und es wird erklärt, wie er das macht. Er kann das über MyIS bestellen. Und so wird eben durch seinen Arbeitstag um 9 Uhr braucht er neue Software. Die kann er sich dann auch bestellen. Man kann irgendwo hinklicken und es werden Sachen aufgedeckt. Man geht weiter. Es ist auch, wie am Anfang schon, wie mit Frau Malzahn gesprochen, es ist auch viel Lesen und Klicken, aber unterhaltsamer. Und der Lernende merkt auch gleich, da hat sich jemand Mühe gegeben, die haben sich Gedanken gemacht, wie sie mir die Informationen schön aufbereitet darstellen können, sodass ich mir das auch merken kann, was hier passiert. Ein paar nette Sachen einbauen bei solchen Szenarien. Um 12 Uhr hat Peter Mittagspause. Das wäre Zeit für uns, eine Frage zu beantworten. Ich mache mal gleich, Information Security kümmert sich um alles außer die Kaffeemaschinen. Richtig gemacht. Und dann geht es auch weiter im Arbeitsalltag. Am Nachmittag muss Peter halt zum Kunden fahren und dann ist er halt unterwegs. Und auch da ist diese Abteilung Information Security für ihn zuständig, weil sie sich um seinen Wi-Fi-Hotspot gekümmert hat, etc. Also auch so kann man ein Szenario generieren. Jetzt nochmal ein Beispiel mit einer anderen Darstellung. Auch hier Illustrationen in einem Szenario eingebettet. Eine Frau, also die Mitarbeiterin, die hier vorne sitzt im Zug, ist unterwegs und gelb dargestellt sind jetzt hier die Gefahren, welche Sicherheitsrisiken unterwegs bestehen. Also jemand kann in ihr Laptop reingucken, sie kann ihr Handy irgendwo liegen lassen, ihre Tasche offen lassen. Das ist alles ein bisschen gefährlich, wenn man unterwegs ist und darauf sollte man achten. Auch wenn man ins Hotel geht, ist das WLAN im Hotel sicher, ist es nicht sicher. Das ist alles ein Szenario, in dem das eingebunden wird. Man muss nicht nur ein Szenario durchziehen durch ein BBT, man kann auch verschiedene Szenarien etablieren. Hier klicke ich mal wieder in eine Demo rein. Das habe ich auch ein bisschen verkürzt. Hier kommen gleich mehrere Sachen zu tragen. Wir haben hier ein bisschen Gamification. Ich kann hier auswählen, welche Person ich sein möchte, um jetzt meine Superheldenausbildung zu machen in diesem Fall. Ich nehme mal den Mann und springe schon gleich zum Beispiel Nummer 6. Vorher gab es schon 5 andere Szenarien. Das ist auch ein Compliance-Training. Ich kann halt zum Compliance-Helden werden. Hier unten kann ich immer sehen, wie mein Superhelden-Status ist. Der ist gerade bei 85%, weil ich eigentlich schon 5 Szenarien durchgespielt habe. Und hier ein Szenario. Hier sind die Szenarien immer... geht es jetzt weiter? Genau. Aus der Arbeitswelt gegriffen. Das Beispiel ist, die IT-Abteilung benötigt 100 neue Computer und der Lieferant macht ein Angebot. 250 Computer sind dann noch viel billiger und wenn ich als Einkäufer diese 250 Computer kaufe, dann bekomme ich auch noch einen Computer für mich privat mit dabei. Das ist das Szenario und abschließend die Frage, ist das schon Korruption, wenn ich dieses Angebot annehme? Und das muss ich dann beantworten in diesem Szenario. Ich habe 4 Antwortmöglichkeiten. Das Interessante bei diesem BBT ist, ich komme nur weiter, wenn ich die richtige Antwort klicke. Also wenn ich was Falsches anklicke, dann muss ich wieder zurückgehen.
Und sobald ich die richtige Antwort angeklickt habe, kann ich auch weitergehen und ich bekomme wieder ein paar Utensilien, die mich dann zum Superhelden machen. So, mein Superheldenstatus ist jetzt 100%. Das war das letzte Szenario, das ich durchlaufen habe. Und ich darf mich jetzt Compliance-Held nennen und nochmal eine abschließende Seite und ich bin durch. So kann man auch Szenarien gestalten. Hier nochmal das Beispiel mit dem Comic-Stil. Das ist dann wirklich, das ist auch eigentlich vertont. Ich habe es zwar nochmal hier kurz so simuliert. Man klickt halt weiter, man kommt in die verschiedenen Fenster, die verschiedenen Bilder sieht man. Und auf diese Art und Weise werden auch Szenarien generiert, wo der Lerner sich halt wiederfinden kann in seiner Arbeitswelt. Auch das andere Beispiel, da klicke ich jetzt nur noch mal kurz durch, mit den veränderten Fotos, sind auch Szenarien, auch wieder Informationssicherheit. Die Mitarbeiter in verschiedenen Situationen, was müssen sie machen, Computersperren etc. Oder auch wenn man unterwegs ist, auch wenn man im Lager ist, muss man halt darauf achten, Sicherheit geht vor. Ein weiteres relativ neues Szenariomittel sind 360-Grad-Bilder. Sie sehen jetzt hier eine Tiefgarage. Da hat man eine Kamera in die Mitte gestellt, ringsrum. Man hat wirklich alles abfotografiert, das zusammengemerged und in den Hintergrund gelegt. Das heißt, der Lernende kann sich auch komplett umsehen in dieser Tiefgarage, kann dann auch auf spezielle Elemente klicken, auf die Hotspots, dementsprechend Aufgaben lösen. Er kann dann anschließend, wenn er alles hat, durch die Tür gehen, ist wieder in einem neuen Raum und so kann man sich auch komplett zum Beispiel durch das eigene Bürogebäude bewegen und dort halt zum Beispiel zum Brandschutz ein WBT machen, wo dann halt bestimmte Fragen zu beantworten sind. Das gerenderte Szenario, habe ich gerade auch schon mal gezeigt. Hier kann man sich auch ringsrum umgucken. Und eins habe ich Ihnen auch mitgebracht, das will ich mal kurz anspielen. Da können wir kurz reingucken. Das ist ein Szenario, aber auch schon Gamification. Das ist ein Spiel, aber immer mit einem Hintergrund, dass der Lernende sich in seiner Arbeitsumgebung halt befindet. Nun befinden Sie sich in unserem virtuellen... Ich drehe mal den Ton jetzt ein bisschen leise. Es wird halt erklärt, was ich hier machen muss. Ich muss halt gucken, ob in diesem Lieferwagen die ganzen Geräte richtig einsortiert sind. Ich kann mich auch bewegen. Ich mache das mal ganz langsam. Ich hoffe, Sie sehen das in der Animation. Es ist nicht zu ruckelig, was jetzt gerade passiert. Ich kann mich hier halt auch komplett einmal umblicken. Das wäre auch dieses 360-Grad-Bild aus der Tiefgarage, was ich Ihnen gerade gezeigt habe. Ich kann auch in den Himmel gucken. Ich glaube, bei Ihnen kommt das immer etwas zeitverzögert an. Ich mache das mal ganz langsam. Ich drehe mich halt hier im Kreis und bin anschließend wieder im Innenraum meines LKWs, wo ich dann schauen muss, dass ich den auch richtig aufräume. Das ist auch auf dem Handy abrufbar. Dann ist das sogar, wenn man die passende eine Brille hat, wo man das Handy einspannen kann, dann kann man das Ganze auch wirklich in 3D wirklich machen. Jetzt habe ich hier die Flasche schon mal nach unten gestellt. Ich sehe auch da hinten rechts ist ein Fass. Das gehört da, glaube ich, auch nicht hin. Das muss vorne stehen. Der Boden ist noch ein bisschen dreckig, den muss ich, glaube ich, dann auch mal fegen. So, jetzt habe ich auch den Boden gefegt und ich muss das Ganze mal mit dem Netz sichern. Ich muss jetzt erst abwarten, bis der Sprecher fertig ist und dann kann ich alles auch sichern. Und dann denke ich mir, das ist okay und wenn ich denke, das ist okay, dann muss ich die Tour starten und der Wagen fährt eine Runde. Können wir ihm auch dabei zugucken, wie er fährt. Man kann auch in die andere Richtung schauen. Und da kommt der Wagen wieder angefahren. So, er parkt rückwärts ein.
Die Klappe öffnet sich und ich werde gleich erfahren, ob ich alles richtig gemacht habe. Oh weh, das sieht nicht gut aus. Sie haben mehrere Ladefehler nicht behoben. Und das sind die Konsequenzen. Die Sackkarre ist umgefallen und hätte leicht Ware beschädigen können. Bitte denken Sie immer daran, auch Ihre Ausrüstung. So, natürlich sowas auch alles mit konstruktivem Feedback. Was habe ich falsch gemacht? Was hätte ich besser machen können? Das ist dann auch eine Geschichte, die sehr interessant ist für E-Learning, wenn man die Zeit hat und die Möglichkeiten hat, so etwas zu machen. Das ist natürlich optimal für die Mitarbeiter, für die Lernenden, wenn sie so etwas bekommen. So, an dieser Stelle bin ich jetzt mit meinem Monolog auch schon so ziemlich am Ende. Ich kann Ihnen noch mit auf den Weg geben, denken Sie sich für Ihre E-Learnings relevante Geschichten aus. Illustrieren Sie die Geschichten, wie auch immer. Hauptsache, es steht nicht nur Text, wie Frau Malzahn das gemacht hat. Und wenn Sie das gemacht haben, werden diese Informationen auch länger in Erinnerung bei den Lernenden bleiben. Und an dieser Stelle bin ich jetzt bereit für Fragen oder Feedback zu meinem Vortrag. Ja, vielen Dank, Jens. Eine Frage haben wir inzwischen. Und ja? Zwar die Frage, in welchem Programm werden die 3D-Szenarien erstellt? Kannst du dazu kurz was sagen? Ja, das sind externe Programme, also das sind Programme, die wir auch zum Beispiel bei uns intern nicht haben. Also wir haben Programme mit zum Beispiel Cinema 4D, da werden halt diese Grundgerüste erstellt, also für diese dreidimensionalen Elemente. Und um das Ganze zu animieren, geben wir das auch an eine eine Spielefirma, die das dann halt für uns umsetzt. Welches Programm das jetzt wirklich ist, mit dem die das machen, das kann ich leider nicht sagen. Aber das ist halt ein Programm, was wir selber bei uns auch nicht im Einsatz haben. Eine weitere Frage ist inzwischen reingekommen. Und zwar spielt Audio ebenso eine große Rolle wie die visuellen Illustrationen? Ja. Ja und nein. Ich habe jetzt viele Sachen gezeigt, ich habe den Ton unterdrückt bei einigen Sachen. Manche Sachen, wie dieses Beispiel, was ich gezeigt habe, also diese Talent-Management-Software-Geschichte, das ist eben auch auf dem Handy abrufbar oder auf dem iPad sowohl wie auf dem Rechner. Da haben wir bewusst auf eine Vertonung verzichtet. Wenn man aber etwas mehr mit Animationen macht, ist Audio natürlich auch wichtig. Also alle Sinne müssen eigentlich angesprochen werden. Das ist richtig. Also Audio ist auch immer noch wichtig. Man muss sich halt eben im Klaren sein, wie ist dann nachher die Einsatzmöglichkeit und dann entscheidet man sich eben für oder gegen Audio. Okay, super. Nach und nach kommen noch ein paar Fragen rein. Und zwar eben gab es ja die Frage nach dem Programm, das für die 3D-Szenarien genutzt wird. Jetzt die Folgefrage, mit was für Programmen arbeiten wir, wenn wir BBTs erstellen? Wir arbeiten selber mit unserer eigenen Software, mit der TT Performance Suite. Da sind wir auch selber diese Software ist auch bei ganz vielen Unternehmen im Einsatz und deswegen arbeiten wir hauptsächlich damit, damit wir auch kompatibel sind mit unseren Kunden. Das heißt, wir geben dann nicht nur das fertige E-Learning oder das fertige BBT ab, sondern die Kunden bekommen dann auch die Zwischenprodukte, sage ich jetzt mal, und können selber Änderungen machen. Es gibt aber noch jede Menge andere Arten, wie man BBTs erstellen kann. Die einfachste zum Beispiel ist, wenn man Tutorials machen möchte, dann auch wieder ein klein bisschen Werbung machen, Camtasia oder Camtasia. Da kann man halt den Bildschirm abfotografieren oder abfilmen. Man kann dann selber was draufsprechen und so sich selber ein Tutorial erstellen. Es gibt auch Tools, die man andocken kann an PowerPoint etc. und die dann daraus E-Learnings erstellen. Aber wie gesagt, wir machen das hauptsächlich mit unserer TT Performance Suite. Oder das Tool heißt dann TTKF, TT Knowledge Force. Und wenn wir Trailer machen, verwenden wir hauptsächlich Adobe After Effects. Und wenn wir solche Illustrationen erstellen, benutzen wir Adobe Illustrator und Adobe Photoshop. So, das sind die groben Programme, mit denen wir arbeiten.
drei Fragen haben wir noch. Die erste davon, mit welchen ungefähren Kosten ist für 3D- bzw. 360-Grad-Lernprogramm zu rechnen und wie viel Zeit benötigt die Erstellung in etwa? Das ist immer sehr schwer zu sagen. Machen immer eine Kalkulation, wenn die Anforderungen da sind. Also wenn ungefähr ein bisschen, wenn man weiß, was man wirklich machen möchte und wie hoch oder wie groß die Qualität ist. Das geht ja auch von 0 bis 100, wie hochwertig das Ganze sein kann. Das ist eben sehr schwer zu sagen. Da kann ich jetzt so pauschal nichts zu sagen. Das ist so ähnlich, wie wenn man fragt, was kostet eine halbe Stunde E-Learning. Da kann man pauschal eben auch nichts sagen. Da kommen ganz viele Faktoren zusammen. Also gerne können wir da was kalkulieren, wenn Sie ungefähr wissen, was Sie da haben oder haben möchten, dann können Sie einfach sich an Christina Häufele wenden. Sie haben ja die E-Mail-Adresse und dann melden wir uns bei Ihnen. Und dann können wir da nochmal drüber sprechen oder vielleicht so eine grobe Schätzung machen. Aber es ist nicht, das kann ich nochmal hinterher schieben, es ist nicht so teuer, wie man sich denkt. Es ist natürlich teurer als normales E-Learning, aber wie gesagt, je nachdem, wie die Qualität ist und wie die Inhalte sind, ist es dann im Verhältnis wieder nicht so teuer. Die nächste Frage, halten Sie einen Stilmix, Avatare plus Szenarien plus 360-Grad-Learning und eventuell auch noch andere Stile für sinnvoll? Ja und nein. Wenn man nur einen Inhalt hat, der jetzt nur 5 Minuten geht, dann wäre das natürlich zu viel der Medien oder Medienvielfalt auf einmal. Wenn man aber einen großen Kurs hat zum Beispiel, je nachdem, was man tun möchte, wenn man eine Stunde oder 2 Stunden insgesamt hat an Schulungsinhalt, dann kann man da auch verschiedene Sachen kombinieren. Zum Beispiel, also Avatare, also ein Moderator, der mich halt persönlich anspricht. Das ist immer gut, also sowas kann man immer verwenden und dann kann man auch wieder umschalten zu kompletten anderen Stil, dass man zum Beispiel auch einen Film, der dann halt mit comicartigen Elementen arbeitet, dann einblendet etc. Also da muss man halt auch den Mittelweg finden, wie viele verschiedene Sachen setzt man da ein. Aber ich bin der Meinung, alles was unterhält und was den Lerner zielgerichtet dazu bringt, dass das Gelernte auch zu behalten ist, erlaubt. Okay, eine Frage noch, wobei gerade noch eine reingekommen. Von daher auch gerne nochmal, nutzen Sie die Gelegenheit, noch Fragen zu stellen. Die nächste Frage, ich sehe in Ihren Demos keine Standard-Navi mehr. Wie ist denn da der Trend? Ich denke, es geht um die Lernprogrammsteuerung in den Seminaren. Genau, Also früher hatten wir eine Lernprogrammsteuerung mit ganz vielen Knöpfen, mit ganz vielen Sachen, die man einblenden konnte, eine Sitemap und so weiter. Wir gehen jetzt immer weiter dahin, dass wir so wenig wie möglich machen. Also ich bin auch ein Freund von minimalistischen Geschichten. Das heißt, man braucht nur eine Vorwärts-, eine Rückwärtstaste. Und Interaktionen mit dem Medium, die passieren dann auf der Seite. Also man klickt auf ein Icon und irgendetwas passiert, wie man das vielleicht aus Webseiten könnte. Also ein bisschen explorativer, ein bisschen spielerischer damit umgehen, weg von dieser klassischen Lernprogrammsteuerung, die man mal hatte. Ich bin da auch kein Freund von Sitemaps. Das heißt, eher lieber kleine Module, die nur 5 bis 10 Minuten gehen und davon ganz viele. Und die Sitemap hat man dann quasi in seinem Curriculum, in seinem Kursverteiler auf dem LMS. Und da kann man sich dann die einzelnen Sachen, also ich bin ein Freund, also es geht dahin, dass es immer minimalistischer wird. Okay, vielen Dank für die Fragen. Nun werden ein bisschen spezifisch, deswegen auch von mir einfach der Hinweis, wenn die jetzt nicht im Detail beantwortet werden, wir haben die Fragen natürlich gespeichert und lassen Ihnen auch im Nachhinein dann gerne noch eine Antwort zukommen, wenn wir die jetzt nicht hundertprozentig beantworten können. Die nächste Frage, wie groß sind die 360-Grad-Dateien und was sind die Mindestanforderungen? Kannst du dazu kurz was sagen, Jan? Oh. nein, spontan jetzt nicht. Also die Größe habe ich jetzt nicht. Also das
Unsere Tests, die wir gemacht haben, wir haben das bei 1, 2, 3, 4 Kunden haben wir das schon gemacht. Die sind alle positiv. Das funktioniert so, dass dieses 360-Grad-Bild auf dem Server hinterlegt ist und quasi auf einem iFrame eingeblendet wird oder reingeholt wird in unser Tool. Das heißt, es liegt auch irgendwo und das wird dann halt, die Größe kann, es kann aber nicht so groß sein, weil bisher hat alles immer funktioniert, also wir hatten da keine Performance-Probleme. Aber das ist natürlich immer eine Geschichte, die man, dass man, wo man schauen muss, ob es wirklich funktioniert. Deswegen ist die Frage schon gerechtfertigt. Aber ich kann leider keine Größenordnung sagen. Genau, aber daher nochmal auch das Angebot, wir recherchieren gerne und lassen Informationen dann per E-Mail Ihnen zukommen. Genau, das waren die Fragen, die momentan reingekommen sind. Ich sehe gerade momentan auch keinen Tippen, von daher, ich denke, die meisten Fragen sind beantwortet. Wenn nicht, oder wenn Ihnen nachher noch irgendwas einfällt, schreiben Sie uns sehr gerne per E-Mail, rufen Sie uns an. Wir stehen Ihnen natürlich auch nach dem Webinar noch zur Verfügung. Ansonsten würde ich von meiner Seite auch schon mal Tschüss sagen, Ihnen noch einen schönen Tag wünschen und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir Sie auch bei den nächsten Webinaren wieder begrüßen dürfen. Okay, Dankeschön. Tschüss.